Ein ganzes Footballstadion für nur wenige Minuten. In diesem Jahr war die Show von Tommy Hilfiger das Highlight der New York Fashion Week. Schließlich gab es allen Grund zum Feiern, den 30. Geburtstag der Marke. Die Show machte noch einmal mehr klar, wofür Tommy Hilfiger steht. Für Preppy, für Heritage, für den American Way of Life, aber immer mit einem coolen Twist. Dieser Look hat Hilfiger bekannt gemacht. Und die Kunden lieben es bis heute. Die Marke gehört unbestritten zu den führenden Lifestyle-Brands im Fashion-Business. Trotz eines ganz bestimmten Styles hat sich Hilfiger immer wieder selbst erneuert. Wurde nie langweilig. In mehr als 90 Ländern wird Hilfiger verkauft. Seit 2010 gehört das Unternehmen zum Bekleidungskonzern PVH. Das Herz der Marke: Thomas Jakob Hilfiger. Der Kopf: Daniel Krieder. Er steuert die Geschicke vom Firmensitz in Amsterdam. Und er ist dafür verantwortlich, dass die Begeisterung der Kunden für den typischen Hilfiger-Style immer weitergetrieben wird. Für uns ist das absolut Wichtigste ist immer das Produkt. Und da muss man auch mit der Zeit gehen, mit der Mode. Wir hatten Classic with a Twist, wir hatten Prep with a Twist, wir haben alles mit einem Twist. Wir versuchen auch alles mit einem Twist zu machen. Das muss man von Saison zu Saison auch immer wieder neu definieren. Doch die Marke Tommy Hilfiger steht für noch viel mehr als nur für einen ganz bestimmten Style. Weltweit gibt es mehr als 1400 Läden, 7 davon sind globale Flaggschiffe. Eines eröffnete vor knapp 2 Jahren in Düsseldorf. Digitalisierung, Interaktion, hier trifft Hightech auf Heritage. Für Hilfiger ist das ein zentrales Zukunftsthema, weiß auch Oliver Timm, Europapräsident von PVH und Deutschlandchef von Tommy. Das spannendste Thema für unsere Stores, aber auch, ich glaube, für uns alle, ist das Thema Omnichannel. Da geht es dabei, wie können wir alle drei Kanäle miteinander verbinden, will heißen den Retail, den E-Com und ganz wichtig auch den Wholesale-Kanal, weil wir sind davon überzeugt, dass sich das Kaufverhalten, aber auch die Ansprüche der Endverbraucher ganz entscheidend weiter verändern werden. Und da müssen wir sicherstellen, dass wir eine einheitliche Markenbotschaft nach draußen transportieren. Und das geschieht immer mehr auch auf digitalen Kanälen. Wir waren die Ersten, die die Linebooks in iPad drin hatten. Wir waren die Ersten, die einen digitalen Stand an der Bread & Butter hatten. Wir waren einer der Ersten, der schon die digitalen Elemente in unsere Stores gebracht haben. Und wir sind definitiv die Ersten in der Industrie, die jetzt einen digitalen Showroom haben, wo wir den ganzen Einkaufsprozess versuchen zu vereinfachen. Dieser digitale Showroom wurde Anfang des Jahres in Amsterdam eröffnet. Ein 4 Meter hoher Bildschirm und ein großer Touchscreen ersetzen seitdem tausende Musterteile. Die Umstellung aller Orderräume weltweit ist gerade angelaufen. Und das ist nur ein kleiner Schritt von vielen Schritten in Richtung Zukunft. Die Zukunft ist spannend für uns. Natürlich werden wir uns weiterhin im Produkt entwickeln, wir werden uns weiter im Retail entwickeln. Aber auch im Retail wird sich Sachen ändern. Wir reden vom Store of the Future. Die ganze Firma wird sich intern wie auch extern wird sich digitalisieren. Da kommt man nicht drum herum. Der letzte Punkt für mich, das Wichtigste, ist diesen Spirit, dieses Entrepreneurial Thinking und dieses Pionierdenken, dass wir das weiter vorantreiben. We'll be right back.